Ja, wir haben jetzt die Tage schon immer gescherzt, für die, die etwas später dran sind mit Lehre, haben immer gesagt, na, hast du noch eine Bibelstelle, die noch nicht dran war? In der Tat, es wird immer komplizierter, noch eine Bibelstelle zu finden, die noch nicht dran war. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist sogar im Gegenteil so, dass wir, die wir uns gemeinsam im Gebet und in der ganzen Struktur ja auf diese Tage und auf das Thema vorbereitet haben, uns ja in der Tat nicht einzeln absprechen, was wer lehrt. Und wenn Dinge kommen, die mir auch auf dem Herzen sind, dann sehe ich eigentlich ganz stark diese Einheit der Leute, die dasselbe wollen. Dass es in unserem Team so ist, dass dann der François kommt oder sogar der Sergei und das auch predigt in diese Richtung, wo wir sagen, genau dort wollen wir hin. Und ich möchte einen weiteren Baustein heute Nachmittag miteinander anschauen. Und natürlich in diesem Thema, Gott wird seine Gemeinde bauen. Und wir haben von verschiedenen Bausteinen gehört, dass wir selber lebendige Bausteine sind. Und ich dachte mir so bei der Vorbereitung und beim Gebet, es gibt auch einige praktische Bausteine, die wir durch das Wort Gottes bekommen. Und wir wollen uns heute mal so einige praktische Bausteine anschauen und ein Stück schauen, wie die nach dem Wort Gottes, nach der biblischen Lehre zusammen funktionieren sollen. Ja, wir reden davon, dass der Herr seine Gemeinde baut. Und ich möchte mal mit einem Bibelstellen anfangen, die Gottes Ziel zeigt, wo er mit der Gemeinde eigentlich hin will. Was wir schon die Tage immer mal darauf gestoßen sind, Gott oder das Wort Gottes bezieht oftmals das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde ganz stark auch im Vergleich zu dem Ehebund, wie Männer die Frauen lieben, genauso hat Christus die Gemeinde geliebt. Und in dieser Passage, Epheser 5, 25 bis 27, finden wir einen Hinweis, wo Gott mit der Gemeinde hin will. Bezogen auf das Gleichnis oder auf den Vergleich, ihr Männer liebt eure Frauen genauso wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und er sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also in dieser Passage finden wir diesen Ausdruck im Vers 26, dass er die Gemeinde heilige. Und ich habe mal nachgeschaut in so einer Bibel, wo die Urtextwörter ein bisschen da deutlicher beschrieben sind. Was bedeutet denn das, eine Gemeinde zu heiligen? Was versteht das Wort Gottes oder was verstanden die Schreiber damals, Epheserbrief, wahrscheinlich der Paulus, was hat er damit gemeint? Und dieses Wort, was da steht im Griechischen, das bedeutet, dass Heiligen bedeutet in erster Linie Gemeinschaft und Verbindung mit Gott haben. Also wenn die Gemeinde, wenn das Wort Gottes spricht, ich will die Gemeinde heiligen, dann will er sie dahin bringen, dass die Gemeinde, und wir haben das schon gehört, die Gemeinde sind eben die ganzen einzelnen Bausteine, dass sie Verbindung mit Gott haben. Und das meint das Wort, was da verwendet wird, im Sinne von Gradlinigkeit. Wir sind gerade und wir folgen dem Wort und im Sinne von Absonderungen von der sündigen Norm dieser Welt. Also wir sondern uns ab. Wir haben unseren eigenen Lebensraum, den speziellen Lebensraum, den Gott für uns vorgesehen hat. Das meint das Wort Gottes mit Heiligen. Und sehr interessant ist, dass ja viele manchmal so spöttisch sagen, ach, die Heiligen. Die Frommen und die Heiligen, die alles nach ihren heiligen Regeln machen. Das Wort gibt es auch in der Bibel, das ist aber ein anderes.
Es gibt ein anderes griechisches Wort. Ich spare mir das. Das griechische Wort habe ich hier in meinem Konzept, aber ich will mich noch nicht blamieren, weil ich ja nicht Griechisch kann. Aber die Bibel unterscheidet tatsächlich, dass es ein Wort für was den ähnlichen Wortstamm hat. Aber dort geht es um das Erfüllen von frommen Pflichten im Sinne von Religiosität. Und das beschreibt die Bibel auch an verschiedenen Stellen. Das gibt es auch. Aber das Wort ist das Erfüllen von frommen Pflichten. So nach Automatismen, die kein geistliches Leben haben, nur nach außen schön aussehen. Das steht nicht in dieser Epheserstelle. In dieser Epheserstelle steht das Wort Heiligen im Sinne von Absondern, Weggehen von der Welt und in besonderer Weise geradlinig sein, dem Wort Gottes folgen. Im Neuen Testament bezeichnet diese Gruppe, wird im Neuen Testament, und das hatten wir auch schon, am Donnerstagabend hat der Christian damit begonnen, hat das auch das griechische Wort Ekklesia genannt. Die Herausgerufenen, die in dem Neuen Testament mit Gemeinde bezeichnet werden, wo das Wort Ekklesia steht. Und das bezeichnet die Menschen, die durch die Wiedergeburt, durch die Taufe, durch die Geistestaufe im Prinzip den Leib Jesu auf Erden bilden und darstellen. Die Gemeinde. Interessant ist auch bei diesem Wort Ekklesia, dass das nicht oder Ekklesia, weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, das ist nicht primär ein religiöser Begriff. Den gab es im griechischen Umfeld auch schon. Und damit wurde eine Gruppe bezeichnet, die etwas gemeinsam hatte. Etwas, wo alle gemeinsam etwas getan haben, das Gleiche getan haben und die spezielle Anforderungen erfüllt haben. Das verstand das Wort Ekklesia genau darunter. Da bezeichnet eine Gruppe, die haben etwas gemeinsam. Die machen also alle, nicht jeder für sich ist irgendwie, sondern die machen etwas gemeinsam und sie haben alle im gewissen Sinne die gleichen Anforderungen, die haben etwas, was bei allen gleich ist. Und wir wollen uns mal ein bisschen heute Nachmittag auf die Suche machen, was sind denn die Dinge, die wir am Ende den Leib Christi darstellen, was machen wir denn alles gemeinsam? Und wer gerade meinem Vorredner zugehört hat, wird schon so einige Dinge entdecken, in welche Richtung das geht. Aber ich möchte besonders heute mit einigen Gedanken darauf hinweisen, nicht nur, was wir machen, sondern auch, wie wir das machen. Wie und mit welcher Einstellung und welche Bedeutung das hat. Gehen wir mal ein bisschen auf die Suche, welche notwendigen Bausteine uns das Wort Gottes gibt. So, da schauen wir mal, ob das hier mit dieser Präsentation funktioniert. Ja, wir nehmen jetzt mal einen Bibelvers raus. Mir geht es darum, dass wir die Bausteine finden, die uns das Wort Gottes gibt, die wir gemeinsam haben, was uns zusammen auszeichnet. Und dann wollen wir das zusammensetzen, diese Bausteine, und wollen die ein Stück weit einordnen. Ich habe da mal vorsondiert und habe für jeden Baustein eine Bibelstelle. Natürlich gibt es da noch mehr Bibelstellen. Ich habe da eine herausgesucht, um uns da mal ein Stück in diesem Muster dort lang zu hangeln. In diesem Falle schauen wir uns mal die Bibelstelle Hebräer 10, Vers 25 an. Und dort finden wir, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Wir haben gestern von François einige Sachen gehört, wie nah das schon sein kann, dass Jesus kommt. Und da erfahren wir in dieser Stelle unser Zusammenkommen. Also da ist etwas, was die Bibel sagt, an dieser Stelle und auch an anderen Stellen, wir sollen regelmäßig zusammenkommen.
Ich nenne das jetzt mal hier die versammelte Gemeinde vor Gott. Also das ist ein Baustein, der uns gemeinsam auszeichnet, dass wir uns gemeinsam vor Gott versammeln. Im normalen Umgang würden wir vielleicht auch sagen, unser Gottesdienst. Ich habe das bewusst so rumgesagt. Ich habe nicht gesagt, der erste Baustein geht in den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist wichtig. Weil wenn wir nur den Gottesdienst rein um der Veranstaltung willen besuchen, kann es uns passieren, dass wir einem gewissen Ziel vorbeigehen, was Gott damit möchte. Und deswegen aber der Begriff Gottesdienst, wir gehen zusammen in den Gottesdienst oder wir feiern zusammen einen Gottesdienst, ist in sich nicht falsch. Wenn wir das Richtige darunter verstehen, ist das absolut normal, ist das absolut richtig und es muss auch niemand jetzt in der Gemeinde News bei der Ankündigung Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst, so dürfen wir es nicht mehr nennen. Aber wir dürfen das gerne so nennen, wenn wir das Richtige darunter verstehen. Also der erste Baustein, die versammelte Gemeinde vor Gott, zeigt uns das Wort Gottes, dass das nötig ist für die Gemeinde, die Gott baut. Er baut eine Gemeinde, die sich auch gemeinsam versammelt. Und ich gehe dann, wenn wir die Bausteine alle zusammen haben, nochmal einzeln auf diese Bausteine ein und versuche euch mal die wichtigsten, die mir am weitesten oder die wir auch als Gemeinde, als Zwickauer Gemeinde, wo wir sagen, diese Kernpunkte müssen wir darunter verstehen. Aber wir legen das erstmal zur Seite. Ihr werdet im Laufe meiner Lehre noch merken, wir kommen da wieder drauf zurück, auf diesen Baustein Gottesdienst. Schauen wir mal im Wort Gottes, ob wir noch mehrere wichtige Bausteine finden, die eine Gemeinde gebaut nach dem Wort Gottes, nach der grundhaften apostolischen Lehre ausmachen. So, gehen wir weiter. Nächster notwendiger Baustein. Schauen wir mal in dem Psalm 149, Vers 1. Dort finden wir einen anderen Hinweis. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde, und zwar derer, die ihm treu sind. Also hier ist eine ganze Menge Information schon drin, wie Gott das gebaut haben will. Also wir singen dem Herrn ein neues Lied, überhaupt Lieder und gerne auch neue Lieder. Es sollen Loblieder sein, es soll in der Gemeinde sein, gemeinsam mit denen, die dem Herrn treu sind. Wie könnte man das bezeichnen? Singt für ihn ein Loblied inmitten der Gemeinde. Alle, die ihm treu sind, die zur Gemeinde gehören, alle vereint in gemeinsamer Anbetung oder im gemeinsamen Lobgesang. Ich mache es jetzt wieder einfach. Man könnte auch sagen Lobpreis. In der Gemeinde sollte es Lobpreis geben oder vielleicht eine Lobpreisveranstaltung. Auf jeden Fall dieser Bibelvers und noch mehrere, die wir da finden können. Ich belasse es heute jetzt oder in diesem Moment erstmal bei dem einen. Aber es gäbe da noch viele, viele mehrere Bibelstellen zu finden, dass das ein Baustein inmitten der Gemeinde ist. Suchen wir mal noch ein bisschen weiter. Einen weiteren Baustein, schauen wir mal in die Apostelgeschichte 4,24. Was finden wir dort? Und als sie es hörten, also das war das, wo wohl Petrus da und Johannes vor dem Hohen Rat waren und dann am Ende, glaube ich, so ein Predigtverbot bekommen haben, von Jesus zu predigen. Und als sie diese Geschichte quasi von Petrus und Johannes hörten, erhoben sie, also die Gemeinde, einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen war. Also die Gemeinde hat gemeinsam auf etwas in diesem, ich habe es gerade erwähnt, das war diese Geschichte, wo sie sich verantworten mussten vor dem Hohen Rat. Aber es kann auch eine andere Situation sein, die man erlebt, und sie erhoben einmütig und gemeinsam ihre Stimme zu Gott. Also ein weiterer Baustein: in der Gemeinde gibt es gemeinsames Gebet. Man findet sich zusammen und sagt: Herr, das müssen wir gemeinsam vor dir bewegen. Also mit anderen Worten, Gemeindegebet, gemeinsam. Also nicht einfach nur, weil das vielleicht jemand angewiesen hat, sondern weil man das wollte. Wie das miteinander zusammenspielt, wir kommen gleich weiter. Ich würde sagen, wir suchen mal noch einen weiteren Baustein.
Wir merken uns erstmal soweit das Gemeindegebet, oder wenn ihr es euch nicht merkt, ich wiederhole es für euch, ihr werdet es noch sehen. Schauen wir mal noch einen weiteren Baustein. In der Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Was finden wir hier noch für einen Baustein? Und zwar, und in den Häusern. Sie waren also gemeinsam, zusammen, damals im Tempel oder als große Versammlung, würden wir vielleicht heute sagen, im Gottesdienst, aber auch in den Häusern. Und sie nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Und ich erinnere sowohl diese Gemeinschaft, die sie miteinander hatten, als auch miteinander Abendmahl zu feiern, sich damit daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Also sehen wir an dieser Stelle, dass die Gemeinde, die von Neuem geboren sind, die zur Gemeinde gehören, sie waren irgendwie auch alle verbunden durch regelmäßige Gemeinschaft. Könnte auch sagen, das Treffen in den Häusern. Ja, so haben wir jetzt an dieser Stelle vier verschiedene Bausteine. Und Sage hatte vorhin schon die Stelle genannt in Apostelgeschichte 2, 42, wo das in ähnlicher Form, da ist dort an dieser Stelle ist es mit dem Lobpreis nicht so stark betont, dafür das mit dem Abendmahl, mit dem Brotbrechen. Aber wir sehen deutlich, es gibt mehrere Bibelstellen, die uns darauf hinweisen, aha, wir sollen einiges in der Gemeinde zusammentun. Und mein Ziel ist, uns ein Stück weit zu ermutigen, dass das Ganze ein Zusammenspiel hat, was zusammengehört in einer gewissen Art und Weise, und dass wir ein Verständnis dafür haben müssen, warum steht das so im Wort Gottes, warum sollen wir das tun und warum sollen wir das auch gemeinsam tun als Gemeinde. Also versuchen wir mal, diese Bausteine ein Stück weit zusammenzusetzen. Der erste Baustein, und da an dieser Stelle möchte ich mal etwas betonen, das ist ein Baustein. Da habe ich jetzt mal das kürzere Wort, also Gottesdienst, dieses Treffen der ganzen Gemeinde zusammen. Manch einer denkt, dass man Gemeinde ist, nur dieser eine Baustein. Aber das wird dem, was wir im Wort Gottes lesen, nicht gerecht und würde am Ende auch eine Schieflage erzeugen, wenn es nur diesen einen Baustein gäbe. Also braucht es noch mehrere Bausteine im Zusammenspiel in der Gemeinde, damit das der Bau wird, den der Herr bauen will. Und wir hatten ja so einiges gefunden und setzen mal den zweiten Baustein ran. Und ihr merkt das schon, auch hier könnte man das Spiel jetzt rum und nun manche sagen, also Hauptsache wir haben Lobpreis, das andere wie Lehre oder sowas brauchen wir nicht. Also wenn wir das Wort Gottes wirklich richtig, nicht richtig lesen, sondern richtig leben, werden wir merken, dass diese ganzen Bausteine einfach zusammenkommen müssen, ohne dass wir den einen überbetonen oder den anderen weglassen. Und deswegen mache ich jetzt hier mal ein Stück weiter. Ich glaube, ihr vermutet, jetzt kommen diese Dinge zusammen, hier an dieser Stelle, die wir vor uns alle genannt haben. Also in einer Gemeinde muss es Gebet geben, es muss ein Treffen, es muss Treffen in den Häusern geben, es muss Lobpreis geben. Und nun haben wir hier schon ein wesentlich kompletteres Bild, was alles überhaupt erstmal in einer Gemeinde da sein. Auf das Wie gehen wir dann noch ein. Aber erst einmal, was alles in einer Gemeinde da sein sollte. Und meine Betonung ist, dass es weder gegeneinander ausgespielt werden kann,
Noch kann man das eine weglassen oder das andere überbetonen. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel dieser Dinge in einer Gemeinde. Ich hatte mir beim Vorbereiten, aber da fehlt mir etwas, die Fähigkeit im Layout. Am besten hätte man das eigentlich wie ein Puzzle darstellen müssen, dass das eine in, den anderen, in das andere greift und dass das eine mit dem anderen in Verbindung steht. Nun war ich irgendwie bei der Vorbereitung schon mal ganz glücklich über meine Steine, die ich da quasi ähnlich wie hier so aufgeschlichtet habe. Und trotzdem hat mir was gefehlt, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir würden da, also es ist gut, was ich da angemalt habe, was da irgendwie ist, aber irgendwie hat mir noch was gefehlt. Und ich bin dann relativ schnell auf den Baustein gekommen, den ich da einfach noch mit einfügen möchte. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, diese Form von Gemeinde und diese Form von Gemeinde. Wie komme ich rückwärts so rum? Versteht's. Also das heißt, was will ich damit sagen? Selbst wenn man alles richtig macht, kann immer noch sein, dass es nicht richtig ist oder nicht geistlich ist, sondern statisch ist und nicht geisterfüllt ist. Wenn man natürlich die Sache so macht, was das brauchen wir in unserer Gemeinde nicht, dann wird es noch schiefer, das Bauwerk. Ihr erinnert euch, was gestern der Daniel gesagt hat, wie wichtig das ist, die verschiedenen Sachen, dass alles seinen Platz hat, alles irgendwie vorhanden sein muss, damit es gut ist. Aber nicht nur alleine vollständig in dem Sinne, was wir jetzt gerade rausgesucht haben, sondern der Mittelpunkt muss erst einmal Jesus sein. Das war mir ganz wichtig, dass ich das nochmal betone. Und das ist gleichsam natürlich eine Wiederholung zu dem, was auch der Johann schon gesagt hat, halte das Haupt fest. Wir müssen das Haupt festhalten, das Haupt der Gemeinde. Deswegen habe ich das unbedingt nochmal eingefügt und habe auch an dieser Stelle nochmal einen kleinen Beweis, eine kleine Beweisführung biblischerseits, Epheser 1, Vers 22. Und er, damit ist unser Vater im Himmel gemeint, er hat alles seinen, also Jesu Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also das ist mir persönlich, das ist uns, die wir hier Verantwortung haben, auch in dieser Gemeinde, die hier lehren und was wir euch mit auf den Weg geben wollen, also das ist unabdingbar. Jesus ist das Haupt und er hat das Sagen. Deswegen habe ich an dieser Stelle, auch wenn ich da jetzt etwas schneller drüber gehe und die nicht nochmal einzeln aufrufe, habe ich euch auf jeden Fall zum Beweis, Jesus das Haupt über alles der Gemeinde, noch ein paar Parallelstellen mitgebracht. Die könnt ihr euch gerne aufschreiben. Ganz interessant, Psalm 8, Vers 7, quasi schon eine prophetische Vorausschau. Da war Jesus als Mensch noch gar nicht auf der Erde. Gibt es schon in der Bibel zu finden, eine prophetische Vorausschau auf Jesus, dass das einmal so werden wird. Und viele andere Stellen, wie gesagt, Kolosser 1, Vers 18, wurde schon gesagt, hier während unserer Lehren. Und auch hier diese Epheser-Stelle, mit der ich mehr oder weniger eingestiegen bin, dieser Vergleich von Mann und Frau in Gottes Lebensordnung mit Christus und der Gemeinde. Also das so ein kleiner Zwischeneinwurf und wieder zurück zu unserer Tafel, die wir hatten. Jesus ist der Mittelpunkt oder das Haupt. Und da bibelkundige Leute unter uns das auch wissen, man könnte das auch so malen, man könnte es auch so sagen. Weil Jesus ist das lebendige Wort und das ist, dass Jesus als Person und sein niedergeschriebenes Wort in der Mitte der Gemeinde, das ist uns so absolut wichtig, das ist absolut unabdingbar. So, genau so wird Gott seine Gemeinde bauen und nicht einzeln mit irgendwie besucherfreundlichen Gottesdiensten oder mit High-End musikalischen Lobpreis. In der Mitte ist Jesus, in der Mitte ist das Wort. Und jetzt sind wir natürlich die lebendigen Steine, die Menschen, die Gott in die Gemeinde einbaut. Und ich habe mir ein bisschen gesagt, wo kommen denn jetzt wir ins Spiel? Oder wie kommen denn wir ins Spiel? Und da habe ich mir nicht die Mühe gemacht, mir darüber nachzudenken, wo platziert man denn die Menschen in dieser Gemeinde. Wer gehört wohin?
Darauf kommt man es nicht an, also dass es jetzt dort hier reingemalt ist. Mir als Menschen inmitten diesen Dingern, das ist also rein fiktiv, das könntest du an jeder anderen Stelle malen. Was mir wichtiger ist, ist, was ich jetzt ausdrücken möchte, ist, Menschen, die von Neuem geboren sind und in die Gemeinde gehören, haben als allererstes eine Beziehung zu Jesus persönlich. Daraus setzt sich eine Gemeinde zusammen. Eine Gemeinde setzt sich nicht aus Besuchern zusammen, sondern daraus zusammen, dass jeder von uns diese Beziehung zu Jesus hat. Und die Leute, die wir in die Gemeinde einladen, die diese Beziehung noch nicht haben, denen erklären wir, wie sie die Beziehung zum Haupt, zu Jesus Christus, finden. Das ist also, es ist nicht so, dass Leute, die Beziehung zu Jesus nicht haben, noch nicht haben, nicht in die Gemeinde dürfen. Die sollen natürlich in die Gemeinde kommen mit dem Ziel, dass das rauskommt. Sie haben eine Beziehung zum Herrn und nicht eine Beziehung zu Menschen oder zu Veranstaltungsteilen, die vielleicht ganz gut sind. Und dann kommt noch etwas dazu, nachdem wir als allererstes inmitten der Gemeinde, unsere eigene Beziehung zu Jesus haben, dann gibt es etwas, was mich mit all diesen Teilen verbindet. Also, das Thema Gottesdienst, ich hatte das vor uns die Bibelstelle rausgesucht, die Veranstaltungen nicht wegzulassen, wenn ich kommen könnte. Natürlich gibt es, also ist jetzt nicht die Ermahnung, warum bist du nicht gekommen mit 40 Fieber oder irgendwas, also ihr versteht mich, darum geht mir es nicht. Also das ist das Wichtigste, dass wir zu allen diesen Teilen eine Beziehung haben. Das heißt, diese Dinge, die in der Gemeinde, so wie wir es aus dem Wort Gottes auch gefunden haben, haben auch was mit mir zu tun. In welcher Art und Weise ich da, wenn wir jetzt von Berufung und Dienst reden, da involviert sind, das ist noch eine andere Geschichte. Und darüber will ich heute nicht reden, dass da eine Lobpreisberufung hat, eine andere eine Lehrberufung oder eine diakonische Berufung und irgendwo stärker verortet ist. Das ist eine andere Geschichte und das ist eine andere Lehreinheit. Aber grundsätzlich kann keiner in einer Gemeinde sagen, das mit dem Gottesdienst ist mir zu blöd. Also da gehe ich, also das in den Häusern, ja, da habe ich meine persönlichen Freunde und da kann ich reden und da komme ich auch mal zu Wort. Aber im Gottesdienst, da muss ich nur zuhören, das will ich nicht. Oder der einen sagen, also ich gehe nur zum Lobpreis, weil die langen Predigten, die sind mir zu lang. Oder der andere sagt, ich gehe nicht zum Lobpreis, da ist mir zu laut. Oder whatever, wir könnten noch eine Menge Wortspielchen finden, kreuz und quer. Das ist das, wie Gott baut. Wir inmitten der Gemeinde als von Neuem geborene Menschen mit einer aktiven Beziehung zum Herrn und haben mit allen Dingen erst einmal grundsätzlich was zu tun, sind zu allen Dingen gerufen und sind in allen Dingen beteiligt. Vom ganzen Herzen her und von dem, wo wir hingehören, ich wiederhole das Wort, sage ich danke, Lebensraum. Das ist unser Lebensraum, dort gehören wir hin. Und unabhängig davon, ob du jetzt eine Gitarre bedienst oder einen Staubsauger, das klärt sich dann noch im Laufe des Gemeindelebens. Solange du mit dem Staubsauger nicht versuchst, Musik zu machen, geht's dann schon. Ja, oder umgedreht. Es gibt vielleicht so Gitarristen, die denken, die können damit saugen. Spaß beiseite. Ja, das. Jetzt habe ich noch eine Geschichte. Ich möchte noch einmal, das ist mir wichtig, ich habe euch das jetzt erklärt und trotzdem möchte ich da noch mal drauf eingehen, auf diese Sachen, auf diesen schwarzen Pfeil zu Jesus. Alle Bausteine müssen sowohl in der Gemeinde, also gemeinsam, als auch in deinem persönlichen Leben vorhanden sein. Und ich habe bewusst, und das ist in einer gewissen Weise eine Wiederholung auch von dem, was wir auch in den Tagen schon gehört haben, bewusst, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, auch die Bezeichnung etwas verändert. Weil links oben steht hier Gottesdienst, links oben steht jetzt hier Zeit mit Gott. Weil ich da noch darauf hin möchte, in dem, was ich sagen möchte, es geht viel mehr um die Inhalte, was dort geschieht, was wir dort machen und nicht so sehr, dass wir irgendwie statisch was abarbeiten. Also wenn wir
Menschen sind, die so in der Gemeinde involviert sind und so in der Gemeinde stehen, wie Gott das bauen möchte, dann basiert das auf der Tatsache, dass jeder Einzelne von uns diese Beziehung zu Jesus hat und damit das heißt. Was heißt eine Beziehung zu Jesus? Ich habe Zeit mit Gott, ich habe persönlich Zeit, verbringe Zeit im Gebet, ich treffe mich mit meinen Geschwistern, ich habe in irgendeiner Weise Lobpreis, so wie wir das, wie mir das möglich ist, entweder selber zu spielen oder auch von der Konserve, damit wir am Ende so eine Summe zusammenbringen, dass wir das auch als Gemeinde gemeinsam machen können. Denn wenn du selber eigentlich kein Gebetsleben hast, würdest du dich wahrscheinlich auch nicht zu einem Gemeindegebet ziehen, wo wir sagen, lass uns mal zusammenkommen zum Beten. Also das, manchmal sagt man so salopp, sowas kommt von sowas. Wer zu Hause betet, betet dann auch in der Gemeinde mit. Also das ist uns, und das ist mir eine ganz wichtige Aussage, dass wir das richtig verstehen, wie Gott diese Dinge zusammenbaut. Bis hierher erst einmal zwei, drei Sätze noch von mir zu dieser Sache und dann möchte ich auf die einzelnen Sachen noch etwas näher eingehen. Aber nochmal zur Wiederholung, wichtiger als das, was wir tun, ist, wie wir es tun und warum wir es tun und mit welcher Haltung. Und darauf möchte ich jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, mit welcher Haltung wir diese ganzen Dinge tun und warum es Gott so wichtig ist. Weil es, ich werde es noch auflösen, aber Gottesdienst oder Lobpreis, das ist nicht einfach nur so ein reiner Selbstzweck, damit in der Gemeinde irgendwas los ist, sondern das hat ein Ziel. Und wir müssen das wissen als die Gläubigen, nämlich nur dann sind wir die Gemeinde, wo andere reinkommen und sagen, hier ist was anders. Hier ist nicht einfach nur Musik, sondern hier spüre ich was, hier ist was anders. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir wissen, warum wir das miteinander tun sollen, warum das Wort Gottes so sagt und mit welcher Haltung wir das tun. Was ich sagen will, dass das, diese Bausteine, die ich auch gerade genannt habe, in der Gemeinde, sind eben nicht einfach nur Veranstaltungen, damit unser Veranstaltungskalender voll ist, sondern diese Dinge, die wir da tun, ist der Ausdruck unserer gemeinsamen Sichtweise und der Ausdruck dessen, was wir aus dem Wort Gottes heraus sehen und auch gemeinsam so leben wollen. Und was auch manchmal für uns, manchmal frage ich mich, oh, es ist doch jetzt gerade, bei der Vorbereitung habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, na, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Also in Gottesdienst hat nun wohl jeder. Muss das jetzt hier von vorne nochmal gesagt werden? Ich will hier von vorne nicht sagen, passt auf, dass ihr alle schönen Gottesdienst habt, sondern was mir wichtig ist, dass wir wieder mal neu für die das vielleicht ein bisschen weggerutscht ist oder als Bestätigung für die das so sehen, dass wir die geistlichen Inhalte erfassen und dass wir geistlich wissen, warum wir uns zum Lobpreis treffen, warum es im Gottesdienst so wichtig ist, dass wir diese Versammlung nicht versäumen, warum wir uns in den Häusern treffen müssen, damit wir am Ende wirklich auch am Ziel ankommen und etwas bauen, was die Gemeinde des Herrn ist, wo er eben das Haupt ist. Und haben wir, und das ist auch noch eine wichtige Sache, bei diesen ganzen Dingen die richtige und die notwendige Gottesfurcht. Dass wir nicht eben einfach so sagen, ja, es ist eigentlich egal, ob ich da bin oder nicht da bin, sondern sagen, weil Gott gesagt hat, diese Bibelstelle versäumt die Versammlung nicht. Das hat einen Sinn, das ist nicht einfach nur eine Kritik, weil einer nicht immer kommt, sondern weil wir dann gewisse Funktionen als Gemeinde nicht erfüllen können, wenn wir das nicht tun. Und deswegen habe ich noch eine zweite Präsentation vorbereitet. Die wird jetzt nicht ganz so bunt. Aber ich habe jetzt einfach mal diese vier Bausteine genommen. Also die versammelte, erinnert euch, vor uns war das blaue Viereck, die versammelte Gemeinde vor Gott, also unser Gottesdienst. Was sind da die wichtigsten Punkte? Warum muss das so sein? Und der erste Punkt, den ich da nennen möchte, was ist die Gemeinde? Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil als Körperschaft, die Gemeinde ist,
Die Gemeinde ist ein Wohnort für den Herrn. Und Gott wohnt natürlich in jedem einzelnen Herzen. Deswegen habe ich ja vor uns die beiden Folien gezeigt, unsere persönliche Beziehung, wo dasselbe drinne steckt, wie in der Beziehung als ganze Gemeinde. Aber der Wohnort Gottes ist die gesamte Gemeinde. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also anders übersetzt Familienangehörige. Wir sind, wie wir das heute schon gehört haben, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wir bleiben beständig in der apostolischen Lehre, in der Lehre der Apostel. Und während das alles so das tun, ist Jesus Christus selbst der Eckstein. Und in dem er ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch wir mit auferbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das gemeinsame Zusammenkommen hat eine Wechselwirkung. Wir werden aufgebaut und wir sind als Körperschaft letztendlich der Wohnort Gottes im Geist. Das bringt uns ganz klar zu dem, oder muss uns zu dem Verständnis bringen, dass der Gottesdienst weit, weit mehr ist wie eine Veranstaltung, wo wir mal gucken, ob eine angenehme Predigt kommt, sondern wir gehen in den Gottesdienst, wenn wir das schon so nennen, weil das ja nicht verkehrt ist, das so zu nennen. Aber wir gehen, weil wir damit sagen, wenn ich hier bin, ist das ein Teil dessen, dass wir die Gegenwart Gottes hier demonstrieren können. Das heißt, solche Merksätze, die vielleicht viele von uns schon gehört haben, wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind Gemeinde. Und daraus ergibt sich auch, dass die Gemeinde eben keine vorübergehende, versammelte Gruppe ist, sondern die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi, wo die Glieder dauerhaft zusammengehören. Und das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Wenn die Gemeinde, die versammelte Gemeinde, der Wohnort Gottes für den Herrn ist, und an dieser Stelle glaube ich, was unsere Gemeinde betrifft, die kennen diesen Satz von mir oder von uns, die Heiligkeit der Gemeinde ist die Summe aller, nicht mehr und nicht weniger. Und das können wir nicht immer wieder genug betonen. Deswegen habe ich in der Folie vor uns auch gezeigt, nicht nur die Gemeinde baut sich zusammen mit diesen ganzen Veranstaltungen und den ganzen, sondern das wird geboren daraus, dass das jeder Einzelne von uns auch lebt. Und wenn wir sagen, dass wir der Leib Christi sind, wird das deutlich. Aha, ich kann ja nur der Leib Christi sein, ein Teil des Leibes Christi sein, wenn ich selber so mich bemühe. Mir geht es nicht darum, dass wir alle fehlerfrei leben, das kann keiner, aber so bemühen, dass wir vor Gott einen heiligen Lebenswandel haben. Und damit ich sagen kann, Mensch, also mich hat das mit Gottesfurcht erfüllt, wenn ich in die Gemeinde komme, ich sage, also so wie ich diese Woche gelebt habe, bin ich entweder am Sonntagmorgen in der Gemeinde, ist das mal ganz allgemein ein Plus oder ein Minus. Und jeder sollte sich einfach mal im Kopf, bin ich mehr ein Minus, wenn ich mich hier reinsetze, oder bin ich ein Plus? Und manchmal, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht mal unsere Lobpreiser fragen, wenn sie hier anfangen mit Lobpreisen, manchmal fühlt sich das an, dass da ganz schön viel Minus in der Gemeinde sitzt, bis das mal losgeht. Und mancher sagt, oh Herr, vergib mir, was ich alles gemacht habe und so. Und dann gibt es da einen Durchbruch, wo man dann sagt, okay, jetzt wird es etwas leichter. Aber das hängt damit zusammen, dass jeder Einzelne, und damit, wenn wir, und das ist noch zu dem Punkt, meine letzte Bemerkung, nochmal zu dieser Bibelstelle, die ich am Anfang gesagt habe, wenn wir gemeinsam der Wohnort Gottes sind in der Gemeinde und meine Heiligkeit, mein Lebenswandel, mein Lebensstil, ob ich in Vergebung, im Gebet, im Lobpreis, in all den Dingen lebe, ist wichtig für die Gesamtheit der Gemeinde, dann brauchen wir über das komme ich oder komme ich nicht eigentlich gar nicht zu reden. Das ist eigentlich dann
Klar. Eine Sache wäre noch hier für bibelkundige Leute. Die könnten mir jetzt sagen, na Frank, übertreib's nicht. Die Bibel sagt ja auch, dass Gott gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich auch da. Also muss doch nicht die ganze, also es ist nicht so wichtig, ob wir denn alle da sind. Es gibt ja auch diese Bibelstelle, Axel hat das auch schon erwähnt, es gibt für die Gegenrede gibt es immer ganz schlaue. Aber ich möchte sagen, diese Bibelstelle steht in der Bibel zur Ermutigung für alle die Leute, wo es nicht anders geht, dass zwei oder drei zusammenkommen. Sei da nicht traurig, selbst da kommt Gott. Also wir haben es ganz aktiv gelebt zu der Corona-Zeit. Er sagt, wenn er euch zu zweit oder zu dritt trifft, Gott wird kommen. Aber diese Stelle steht nicht als Ausrede in der Bibel, damit ich sonntags nicht in den Gottesdienst kommen muss. Also dafür ist sie nicht zu verwenden. Man sagt, na gut, wie viel werden, ich habe meinen Nachbar schon vorn sehen, die sind ja schon alleine zu viert, also brauche ich heute nicht kommen, kann ich liegen bleiben. Also das ist nicht gemeint, damit Gott unter uns wohnt. Also das so viel mal zu den falschen Auslegungen von Dingen der Gemeinde. So, gehen wir mal weiter. Was ist noch wichtig für die versammelte Gemeinde vor Gott? Dort ist ein Ort, wo wir das aktiv und leben können, dass wir beständig in der gesunden Lehre bleiben. Ich glaube, die Gemeinde ist ganz wichtig, dass wir hatten vor uns auch diese Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Dort haben wir einen Ort, den wir brauchen, um immer wieder uns klar und einig zu werden. Das ist die Lehre, das ist das, was wir glauben, das spüren wir es jetzt dran für unsere Gemeinde. Das glauben wir, ist eine falsche Lehre, weil wir uns das im Wort Gottes so und so anschauen können, dass das die Apostel oder dass das Jesus nie so gesagt hat. Und ich glaube auch, diese Aufgabe der Gemeinde, auch sich zu treffen wegen der gesunden Lehre, ist auch ganz wichtig, dass dort wir zum einen die Leute auch zum Beispiel Apostel, Propheten und Lehrer, die, ich sag's mal, die Plattform haben, auch in der Gemeinde Wort Gottes auszuteilen. Und ich glaube, die Haltung für derer, die in die Gemeinde kommen, muss auch sein, ich brauche das auch. Wenn ich weiß, dass ich bei dem Thema Lehre nicht so stark aufgestellt bin, weil meine Berufung, meine Begabung ist woanders, gehe ich auch in die Gemeinde, um gesunde Lehre zu empfangen. Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen müssen wir gemeinsam, außer dem Punkt 1, dass es Wohnort Gottes für den Herrn ist, dass wir das nutzen, um in der gesunden Lehre zu bleiben. Ein weiterer Punkt. Jesus formt aus uns allen die Braut. Jesus heiratet keine autonome Person. Wir hatten diese Stelle schon, Epheser 5, Vers 27. Er möchte sich die Gemeinde zu einer Braut mit makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln und in Vollkommenheit vor ihn treten kann. Und dass wir das miteinander sind, brauchen wir auch unser gemeinsames Treffen, brauchen wir das, dass wir ja körperlich zusammenkommen, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und dass wir nicht eine Online-Gemeinde sind und irgendwie dort und die das nicht in die Gemeinde gehen, das nicht in der Gemeinde verankert zu sein, das nicht aktiv zu suchen, irgendwo verankert zu sein, dürfen wir uns auch nicht zur Ausrede machen, ja, ich gehöre halt zum weltweiten Leib Christi. Das ist grundsätzlich richtig, dass wir, außer dass wir zu einer Ortsgemeinde hören, natürlich zum weltweiten Leib Christi gehören. Aber ich glaube, dass es ohne verbindliche Gemeinschaft auch keine Formung an unserem Charakter gibt. Ja, und da kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Es gibt bestimmt noch mehrere Punkte, aber mir ist das noch aufgefallen und wichtig geworden. Die Gemeinschaft, auch als versammelte Gemeinde, schützt vor Verführung. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil das Wort Gottes hat das
An mehreren Stellen erwähnt ihr das, an der Stelle, die ich rausgesucht habe, Markus 13, Vers 22, ganz konkret, denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und die werden Zeichen und Wunder tun. Warum werden sie das machen? Welches Ziel haben sie, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen? Wenn du auserwählt bist, heißt das noch lange nicht, dass du nicht mehr verführbar bist. Aber wenn wir zusammenstehen als Körperschaft, als Gemeinde, ist die Wahrscheinlichkeit, uns zu verführen, um viel, viel kleiner. Um vieles kleiner. Und deswegen brauchen wir den Gottesdienst und die Gemeinschaft der Heiligen und dürfen wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wenn es nicht irgendwelche richtigen Gründe gibt. Also davon, dass du jetzt nicht nochmal erörtern, dass es natürlich Gründe gibt, warum ich heute nicht kommen kann. Und wenn der Axel im Kaukasus dient, kann er natürlich nicht hier sein oder so. Also davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass wir sagen, das muss uns ein Bedürfnis sein, weil wir merken, ich gehe nicht in eine Veranstaltung, sondern ich komme mit denen zusammen, die gemeinsam mit mir den Leib Christi demonstrieren. So, ein paar Punkte zu dem anderen Baustein. Warum, glaube ich, oder sagt auch uns die Bibel, ist es so wichtig, dass wir alle vereint sind in gemeinsamer Anbetung. Und da habe ich auch ein paar Punkte rausgesucht. Wichtig ist auf alle Fälle dort zu wissen, dass Lobpreis auf alle Fälle, und ich denke, das ist für viele, gerade auch die, die bei uns im E-Kurs waren und so weiter, ganz klar wird regelmäßig gelehrt. Lobpreis ist nicht nur Musik, sondern es ist Anbetung und die Anbetung gehört dem Herrn. Und wir müssen es wissen, dass der religiöse Geist sich am Lobpreis stört und zwar an dem Lobpreis, der direkt auf Gott gerichtet ist, der ihm zukommt, weil es tobt dieser Kampf um diese Anbetung. Und deswegen ist es eine aktive Aufgabe in der Gemeinde, das zu leben, dass wir gemeinsam als Gemeinde anbeten und im Lobpreis zusammen sind. Und neben der Tatsache aus Kolosser 3, Vers 16, die wir vor uns hatten, auch für den Gottesdienst, dass wir das Wort reichlich unter uns wohnen lassen, sagt es hier in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen und dann, indem ihr in aller Weise euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in unserem Herzen. Ja, also das erst einmal als Grundsatz für den Lobpreis. Der erste Punkt, was ich noch glaube, im Lobpreis zeigen wir unsere Reaktion auf Gott. Im Lobpreis komme ich nicht, um mir in erster Linie dienen zu lassen und zu schauen, ob die heute gut sind, ob die Musiker heute gut miteinander harmonieren, sondern es ist meine Reaktion. Im Lobpreis zeige ich, Herr, ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar, ich werde mich demütigen, ich werde vor dir heilige Hände erheben, ich werde in dieser Form im Lobpreis, ist inmitten der Gemeinde, gibt es eine reale Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten. Auch wenn du nicht auf der Bühne stehst, kannst du aktiv mitarbeiten und das zu demonstrieren, dass wir eine demütige Gemeinde sind, dass wir eine anbetende Gemeinde sind. Unsere Körpersprache sagt da sehr viel aus und es gäbe viele Bibelstellen, wo wir das auch beweisen können, dass wir heilige Hände vor dem Herrn erheben sollen, dass wir unsere Knie beugen sollen, dass wir ein Lobpreisopfer bringen sollen. Das alles muss es in der Gemeinde geben. Das ist ein wesentlicher Baustein. Ja, das ist, wie gesagt, wir hatten den ersten Baustein schon, es ist nicht alles. Es braucht auch die Lehre, es braucht auch andere Dinge wie die Gemeinschaft, aber es braucht auch diese Sache. Wir können das auch mit nichts anderem ersetzen. Das ist halt der eine Baustein, den wir brauchen. Und ich habe einen schönen Vers gefunden, da dachte ich, ach, na, passt da für Lobpreis oder nicht, weil es steht im Psalm 115, 17 und 18, Psalm 115, 17 und 18, die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen dem Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit. Hallen Sinn beim Vorbereiten auch die geistlich Toten. Die geistlich Toten loben den Herrn auch nicht. Und eine Gemeinde, die dem Herrn
gehört, die für den Herrn gebaut ist, ist eine geistlich wache Gemeinde und die lobt den Herrn, sie preist ihn mit Liedern und zeigt ihre Reaktion auf das Erlösungswerk von Jesus Christus mit den angemessenen Texten auf ihn. Natürlich dürfen wir mal etwas singen voller Dankbarkeit, dass er uns segnet und dass er uns nicht vergisst. Aber wenn unser ganzer Lobpreis nur darauf beschränkt ist, Lieder zu singen, die mir gut tun, dann sind wir mit dem Lobpreis nicht dort, wo Gott ihn mit seiner Gemeinde hinhaben will. Dass wir das Lobpreisopfer bringen vor den Herrn, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wir als Gemeinde lieben das und tun das. Wir sehen das als Aufgabe, als eine Sache, die wir dem Herrn auch schuldig sind. Und über diese Sache, über die Jahre, habe ich jetzt mit niemandem abgesprochen, aber ich würde es mal behaupten, dass ich das von hier aus sagen kann, genießen wir das, so vor dem Herrn zu sein. Und es gibt wirklich Zeiten, wo das einfach nur schön ist, vor Gott zu sein, als Gemeinde, wo du merkst, scheinbar machen die alle mit, ich drehe mich nicht um, ich höre das nicht, ich weiß nicht, ob wirklich, aber manchmal hast du den Eindruck, oh, jetzt sind wir alle zusammen. Jetzt sind wir gemeinsam vor dem Herrn. Und dafür müssen wir als Gemeinde zusammen sein. Ja, nächster Punkt. Lobpreis ist eine wirksame und eine super Sache, von uns wegzuschauen auf den Herrn. Das fällt uns manchmal so schwer. Ich und mein Problem, ich und mein Päckchen, was ich zu tragen habe, ich und meine Sorge, ich und ich und ich und ich. Ich kenne das selber. Ich will da niemand zu nahe treten und will da niemand belächeln. Weil ich habe auch viele Sorgen. Ja, ich habe viele Sorgen. Aber was sagt das Wort Gottes? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und wie schön ist das, wenn wir das gemeinsam machen. Wenn wir sagen, okay, es gibt eine Menge Sorgen, die wir haben. Aber es gibt 10.000 Gründe, ihn zu loben. Also machen wir das so lange, bis das Lied zu Ende ist. Ne? Okay, also wirklich, schaut das und nutzt das auch so. Lobpreis ist eine wirksame Möglichkeit, von uns weg auf den Herrn zu schauen. Das ist etwas, was sich von sich aus gehört als Ehre für den Herrn und uns ungemein hilft, von unseren Sorgen wegzukommen. Manchmal lösen sich sogar die Probleme und manchmal reicht es, wenn wir nur mal umdenken über ein Problem, wenn Gott uns im Kopf wieder gerade rückt. Wir aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, steht im 2. Korintherbrief 3, Vers 18, werden verwandelt in das Bild des Herrn. Das heißt, wenn wir den Herrn anschauen, wenn wir wegschauen, sagt er, okay, ich werde dein Problem und dich, ich kümmere mich schon drum. Wenn du sagst, ich kümmere mich, dass dir Anbetung gegeben wird, dann werden wir im Anschauen des Herrn, werden wir verwandelt. Und werden wir auch Dinge erfahren, die sich einfach im Lobpreis, ja, wo Gott für uns kämpft. Wichtig, auf den Herrn schauen. Weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist und der mir persönlich wichtig ist, Lobpreis ist ein aktiver Priesterdienst. Im Lobpreis können wir Anliegen persönlicher Art, Gemeindeart, politischer Ort, unser Land, was nicht alles. Ein Priester hat die Anliegen und die Sorgen und sogar die Sünden des Volkes vor Gott gebracht, hat dafür Buße getan. Der Priesterdienst ist die aktive Form zu sagen, ich erscheine vor dir, Herr, ich bringe dir meine Familie. Herr, ich bringe dir meine Gemeinde, ich bringe dir meine Stadt, mein Land, was auch immer. Dieser Priesterdienst, damit du etwas damit tun kannst, damit du dich darüber erbarmst, damit du eingreifst. Und dieser Priesterdienst ist im Lobpreis absolut wirkungsvoll und gemeinsam absolut, also irgendwie, das wie so, das pusht einen so richtig. Und wir erleben das manchmal, wenn wir zusammen Lobpreisgottesdienst haben, wenn wir merken, wo es gebetsmäßig hingeht, dass wir in den Riss treten, dass wir irgendwie für andere da sind, für unser Land einstehen, bringen wir die Anliegen vor Gott und haben im Lobpreis, ja, erfüllen die Aufgabe des Priesterdienstes und wir dienen damit dem Herrn. Wir dienen dem Herrn und werben um das Herz des Herrn. Wir werben nicht darum, dass der Herr uns segnet, sondern wir werben um Gottes Herz.
damit Gott sich mit seinem Herz erbarmt über uns und über die Situationen, die um uns sind. Ein weiterer Punkt, der sich relativ logisch und schnell anschließt an diesen Priesterdienst, und das merken wir als Gemeinde auch oft, wir kommen dadurch sehr schnell in den geistlichen Kampf. Und Lobpreis ist in der Tat eine wirksame Kampfweise für das Volk Gottes. Wir wissen das, wir kennen das, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, aber gegen Mächte und Gewalten. Und im Lobpreis richten wir den Feind. Und das ist ganz schlicht und ergreifend als Baustein, du kannst es machen oder lassen. Wenn du es lässt, ist es nicht gemacht. Das ist ganz simpel. Und wir müssen den Feind richten und wir können ihn aber ja, nicht fleischlich richten, sondern geistlich. Und deswegen müssen wir im Lobpreis gegen den Feind ziehen. Und ihr könnt da mal, schlag mir jetzt nicht auf, aus Zeitgründen in der 2. Chronik im 20. Kapitel, wer das möchte, kann sich das aufschreiben, 2. Chronik, Kapitel 20, lesen wir von König Josaphat, der gegen Moabiter und gegen die Ammoniter gekämpft hat und hat auch sein Anliegen vor Gott gebracht und sagt, was soll ich machen? Und Gott sagt, stell die Lobpreiser voran. Mach das mit Lobpreis. Und er hat die Lobpreiser vorangestellt und Gott hat einen Hinterhalt den Feinden gelegt und sie haben einen Sieg errungen. Ja, ein letzter Punkt, den ich noch kurz anschneiden möchte zu diesem Thema. Ich glaube auch, dass Lobpreis fördert unsere Gemeinsamkeit, unsere Gemeinschaft. Weil im Lobpreis eben nicht nur die Musiker zum Zuge kommen. In einer wirklich geisterfüllten Gemeinde merken wir, dass auch die mit der Gebetsbegabung, auch die mit einer kreativen Begabung, mit irgendwas, wir erheben Bannerflaggen, wir tanzen, wir haben einen Psalm, wir haben irgendetwas, wo wir merken, jetzt geht's in diese Richtung und in diese Richtung. Und du merkst, aha, ich bin also nicht nur ein Konsument, wie ich im Theater sitze und warte, bis die Pause kommt und dann läutet's wieder dreimal, dass ich den zweiten Akt sehen darf, sondern im Lobpreis sind wir gemeinsam aktiv. Und das kannst du einfach in dieser Vielfalt nicht alleine zu Hause machen. Alleine hat der Lobpreis einen anderen erbauliche und einen anderen Wert. Deswegen habe ich auf unsere Folie gezeigt, sowohl zu Hause in meinen vier Wänden als auch in der Gemeinde. Aber wenn es darum geht, wir ziehen wirklich gegen den Feind. Also zu Hause, wenn ich alleine bin, mache ich auch Lobpreis, aber ich kann entweder Flaggen oder Gitarre spielen oder hier in der Gemeinde genießt man das oft zusammen, weil jeder etwas hat. Und das ist sehr, sehr schön. Und abschließend können wir noch eine Sache sicher sein, weil Gott hat selbst gesagt, Psalm 22, Vers 4, aber du bist heilig, sagt David sagt das hier zu Gott, du bist heilig und du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und da sind wir wieder, Gott wohnt in unserem Lobgesang. Da sind wir wieder, wird das zu einer Einheit mit dem, wo ich zu dem Thema Gottesdienst gesagt habe, wir demonstrieren den Leib Jesu, wir sind der Wohnort Gottes. Und der Wohnort Gottes in dem Lobgesang, im Gottesdienst oder separat nur als Lobpreisgottesdienst, kommt das zusammen, dass Gott dort wohnt. Kommen wir zu dem Baustein Gebet. Alle gemeinsam im Gebet. Dort habe ich drei Punkte, die mir wichtig sind. Gibt es natürlich eine ganze Menge, weil natürlich über Zusammenbeten gibt es eine ganze Menge mehr zu sagen, aber darum geht es jetzt in dieser Lehre nicht mehr. Mir geht es jetzt nur darum, dass Gebet ein Baustein ist, der in der Gemeinde nicht fehlen darf. Sowohl in deinem persönlichen Leben als auch als Gemeinde müssen wir Zeiten haben, wo wir gemeinsam beten. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, das Gebetsleben ist ein Indikator. Also Indikator ist ein Anzeiger, ist etwas, der etwas sichtbar macht, der auch eine Tendenz, also es gibt das Wort Indikator, wird in verschiedenen Sachen verwendet, kann auch dafür verwendet werden, dass er wie ein Anzeiger ist, wo geht's denn hin? Und das aktive Gebetsleben oder nicht aktive Gebetsleben zeigt eben was an. Am Ende auch den Zustand einer Gemeinde. Wenig Gebet, wenig Einheit und umgekehrt. Also das
ist ein Zusammenhang. Vom Gebet hängt doch relativ viel ab. Noch zumal Jesus selber in Matthäus 21, Vers 13 gesagt hat, und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ha, dann noch die Kritik, ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Aber vom Grundsatz, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das Gebetsleben einer Gemeinde, genauso wie das Gebetsleben einer Person, die dem Herrn nachfolgt, sagt vieles aus. Es sagt vieles aus. Und wer vor uns hat das Sergei ja auch schon gesagt, wenn er manchmal in Seelsorgen ist und mir geht das genauso, fragst du die Leute, betest du? Aha, da haben wir also das Thema. Und für eine Gemeinde ist es genauso. Wir lieben es, dass wir als Gemeinde zusammen beten. Und wir sagen das genauso, wir kämpfen da auch darum. Gerade separate Gebetszeiten. Gebetszeiten, wo wir sagen, hier müssen wir Gebetswache haben, hier müssen wir dies und das haben. Das ist nicht immer einfach. Man merkt auch die Tendenz, dass eine Sache, die manchmal enthusiastisch losgeht, auch schneller wieder abnimmt. Also auch um diese Sache tobt ein Kampf, dass am Ende der Feind nicht will, dass eine Gemeinde betet. Aber das ist das, was wir uns vornehmen müssen. Das Haus Gottes, die Gemeinde, wo ich dazu gehört, soll ein Gebetshaus sein. Und da ist jeder aufgefordert, herausgerufen, seinen Beitrag auch zu leisten. Weil, nächster Punkt, gemeinsames Gebet baut eine Gemeinde. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Natürlich kann man viel organisieren. Und es gibt auch extrem begabte Leute, man kann viel menschliche Dinge tun. Aber am Ende ist es das Wichtigste, was wird in einer Gemeinde aus dem Gebet heraus zur Geburt gebracht. Galater 3, Vers 3 steht, eine Frage an die Gemeinde der Galater, warum seid ihr denn so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Das soll uns nicht passieren. Also ist schon mal schön, dass sie im Geist angefangen haben. Es gibt auch viele Dinge, die wir gesehen haben, die haben nicht schon mal im Geist angefangen. Also die kannst du auch gleich beenden und kannst erstmal dazu übergehen, dass du das wirklich in der Sache wirklich die Heiligkeit Gottes hineinkommt und die Ordnung Gottes und das Wort Gottes. Aber mir geht es heute um das gemeinsame Gebet, was eine Gemeinde baut, und deswegen müssen wir im Gebet dranbleiben. Und die Bibel tröstet uns da auch. Im Philipper 4, Vers 6 sagt sie, sorgt euch doch um nichts, sondern in allem lasst diese Dinge durch Gebet und Flehen mit Danksagung, lasst diese Anliegen vor Gott kund werden. Also das ist ganz klar eine Aufforderung zum gemeinsamen Gebet und dass die Gemeinde dadurch gebaut wird. Also wir lieben es und streben es auch an, dass wir die Dinge, die wir tun sollen, dass die im Gebet zur Geburt kommen. Dass wir uns treffen zum Gebet, wenn es vielleicht um irgendwelche Veranstaltungen geht oder irgendetwas oder um Einsätze, die wir tun, dass wir aus dem Gebet empfangen, Herr, soll das sein oder soll das nicht sein? Dafür brauchen wir das gemeinsame Gebet, damit wir am Ende nicht der Gefahr auflaufen, dass wir am Ende tote Werke tun. Unsere Kraft verschleißen, die Leute nur noch Schweißbarren auf der Stirn haben und gar keine Lust haben, sondern sagen, ja, das war ein Auftrag von Gott. Und wenn es ein Auftrag von Gott ist, gibt es auch die Kraft von Gott, auch mal eine Durststrecke durchzustehen. Ja, und ein dritter Punkt. Gemeinsames Gebet hat größere Reichweite und Autorität. Also das glaube ich, dass es da etwas gibt, was nur gemeinsam geht. Und ich stütze meine Aussage auf den Bibelvers, der auch schon genannt wurde, Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Durch die Gemeinde, die Ansage an die Finsternis, der gemeinsame Kampf gegen Mächte und Gewalten, auch im Gebet durch die Gemeinde. Und interessant, was auch zu dem Thema Reichweite und Autorität von gemeinsamem Gebet ist. Ich hatte
ja am Anfang diese Bibelstelle genannt, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren und dann die Gemeinde da gebetet hat. Sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, du bist der Gott der Himmel und der Erde, der, und der das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und sie haben dann gesagt, wir werden dir mehr gehorchen, wir werden deinen Weg gehen. Und dann gibt es eine wunderbare wunderbares Ergebnis dieses Gemeindegebets. Und das lesen wir dann im Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also gemeinsames Gebet in dieser Art, wie das der Heilige Geist bewirken kann, in Reichweite und Autorität, bleibt auch nicht ohne Auswirkung. Da erbebte die Städte. Und das ist das, worauf wir uns auch irgendwie, wo wir sagen, darauf wollen wir uns fokussieren, das wollen wir auch immer noch mehr erleben. Wir wissen, dass da auch vieles noch wachsen wird. Da gibt es auch für uns noch viel Luft nach oben. Also wenn wir beten als Gemeinde, habe ich schon nie so oft erlebt, dass sie die Städte erbeten. Manchmal habe ich so vom Herzen schon erlebt, wow, jetzt ist was passiert. Also, aber Gott wird das auch ausbauen. Aber bloß weil das nicht in allen Momenten so ist, heißt das nicht, dass das Gott nicht will? Heißt das nicht, dass es so werden wird? Und wir haben ja in diesen Tagen davon gesprochen, dass Gott seine Gemeinde baut, die viel, viel stärker werden muss für das, was in der Endzeit auf uns zukommt. Und wir werden Zeiten erleben, wo die Städten, wo wir beten als ganze Gemeinde, wo die erbeben werden und das Areal mit Heiligen Geist erfüllt wird und wir noch mehr Freimütigkeit haben, das Wort Gottes zu reden. Und das kommt aus Gebet. Das kommt aus Gebet, das kommt nicht einfach, weil wir das uns so, es kommt nicht einfach von alleine, das will ich sagen. Da müssen wir das mit Gebet unterstützen. Und in der Apostelgeschichte 12, Vers 5 steht noch, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, aber von der Gemeinde wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Von der Gemeinde wurde unablässig gebetet. Und ich bin der Meinung, dass ohne dieses gemeinsame Gebet werden wir wahrscheinlich nicht das erreichen, was Gott vorgesehen hat. Gott macht viele Dinge, viele gute Dinge. Und Gott hat Leuten, einzelnen Leuten, viel Autorität gegeben, Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und es werden auch einzelne Leute gute Dinge hervorbringen. Aber es gibt auch eine Aufgabe, die die Gemeinde hervorbringen muss. So wie Gott das will. Und die wird sie nur gemeinsam hervorbringen, wenn sie unablässig vor Gott steht. Und ich glaube, wenn unser Herz danach hungert, dass wir Menschen Unerrettete in das Reich Gottes erretten, wenn unser Herz danach hungert, dass wir das erleben, dass Menschen hier reinkommen, wie wir gestern von François gehört haben, die sagen, also ich hatte jetzt zwei Chancen, entweder von der Brücke zu springen oder in diese Gemeinde zu kommen. Und was machen wir dann mit diesen Leuten? Damit wir dann das Richtige mit diesen Leuten machen können, muss die Gemeinde von Gebet durchdrungen sein. Sonst, ich möchte niemals, wenn solche Leute reinkommen, sagen müssen, ich kann dir auch nicht helfen. Aber dann hätten wir versagt. Aber wenn wir dann sagen, was du brauchst, ist ein Wunder. Und aber wie Petrus das, oder wo das war, wo die gesagt haben, also das eine oder andere wie Geld oder so habe ich nicht, aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Dann sei frei. Und das wird im Gebet geboren und dafür brauchen wir das gemeinsame Gebet. Sowohl auf der persönlichen Ebene, in kleinen Gruppen und erst recht als ganze Gemeinde. So, und dann hätten wir noch einen letzten Punkt, den wir miteinander durchgehen können, und zwar das Treffen in den Häusern oder alle verbunden durch regelmäßige Gemeinschaft. Ich möchte als erstes meine Meinung zu diesem ganzen Thema, weil da gibt es ja dann auch so gespaltene Lager in dieser Richtung, die einen sagen, also wir brauchen die ganze große Gemeinde nicht mehr.
wir machen das alles als Hauskirche oder als Hausgemeinde, wir brauchen das gar nicht. Und die anderen sagen, also in Gottesdienst gehe ich schon noch, weil da kann ich mir mal was anhören, ansonsten lassen mich die Leute in Ruhe. Diese persönlichen Beziehungen, es ist mir alles zu eng und das will ich alles nicht. Beides ist falsch. Wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl das Treffen im Tempel, quasi als ganze Gemeinde, und wir brauchen das Treffen in den Häusern. Und das Treffen in den Häusern ist von Anfang an biblisch. Also das ist mein erster Punkt. Es ist biblisch von Anfang an. Jesus lehrte in der Synagoge. Er lehrte öffentlich, also sowohl in der Synagoge als auch öffentlich auf dem Feld vor 4.000 oder 5.000 Leuten. Aber er lehrte auch in den Häusern. Jesus war sich nicht zu schade, zu einer Person zu gehen. Da ging ins Haus des Petrus, hat die Schwiegermutter geheilt. Es gibt andere Berichte, Martha und Maria, wo er in den Häusern waren und wo er dort auch das Wort Gottes ausgeteilt hat. Wir lesen das gleiche Verhalten von den Aposteln, die sowohl im Tempel waren, in den öffentlichen, und sie versammeln sich dann im Haus dessen, und der eine war wohl auch Synagogenvorsteher, wo sie dann in das Haus gegangen sind, haben dort weiter geredet, weil sie dort nicht mehr, wo sie nicht mehr reden durften und so weiter. Also ihr kennt das in der Apostelgeschichte, bin ich genauso der Meinung. Die Apostelgeschichte zeigt uns wirklich ein deutliches Bild, die ganze Bandbreite, was die erste Gemeinde der Wegen alles getan hat. Wie vielfältig das war und welches Zusammenspiel das auch hatte, von dem ich ja versuche heute zu reden, dass die ganzen Bausteine zusammenkommen müssen. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 20, Vers 20, dass Paulus das auch sagt bei dem Abschied von den Ältesten, dass er dort auch in den Häusern war, dort mit den Leuten sich unterredet hat. Also wir sehen, dass das wichtig ist. Und die erste Gemeinde, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. Das war dann, finden wir in Apostelgeschichte 5, 42. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Dann habe ich einen weiteren Punkt, wo ich glaube, der sehr, sehr wichtig ist. Die Hausgruppe oder das Treffen in den Häusern ist der erste und einfachste Ort, in der Gemeinde, wo du Beziehungen erleben und auch selbst leben kannst. Wir wissen das selbst, dass wir, wenn wir hier Gottesdienst haben, mir geht das manchmal so, dass ich sage, oh, ich wollte noch mit dem reden und das ging gar nicht. Am Sonntag noch im Gottesdienst und dann war er schon wieder weg, und weil ich halt mit jemand anders geredet habe und dies und das. Der Gottesdienst ist wirklich richtig gut, richtig wichtig. Ich habe die ganzen positiven und biblischen Dinge schon genannt. Aber der Ort, wo du selber Beziehungen hast, das findet in unseren Häusern statt. Wo du eins zu eins auch mal dein Herz ausschütten kannst, was die Gemeinde auch braucht. Du kannst es erleben. In einer gesunden Gemeinde gibt es auch gesunde Beziehungen. Natürlich, wie haben wir vor uns gehört, all inklusive. Es gibt auch manchmal Spannung in den Beziehungen. Aber das ist ja auch das, was uns vielleicht hilft zu lernen, mal nicht immer gleich rauszuplatzen mit dem, was ich denke, vielleicht mal kurz abzuwarten, vielleicht auch zu vergeben zu lernen. Also Beziehungen sind sehr vielfältig und ich glaube, das ist in den Häusern der Ort, wo du das lernen sollst. Und Gemeinde und Gemeinschaft ist eigentlich nicht zu trennen. Gemeinde ist ausgelegt auf Gemeinschaft. Und wenn du keine Gemeinschaft hast inmitten der Gemeinde, wirst du am Ende irgendwie vereinsamen. Und es gibt sogar eine Bibelstelle, die nennt das sogar zugrunde gehen inmitten der Gemeinde. Und das passiert, wenn du keine Beziehungen hast, wenn du dort nicht eingebunden bist und dann in den Beziehungen auch nicht bereit bist, die biblischen Standards zu leben.
Das führte jetzt zu weit, was da alles dazugehört. Das ganze Thema Jüngerschaft spielt dort rein. Aber mir ist es wichtig, dass die Bibel das sagt, dass es eine Grundlage des Gemeindelebens ist, dass wir Beziehungen haben und dass sie in den Häusern stattfinden. Dort können wir auch in diesem kleinen Maßstab das gleiche Leben, was wir im Gottesdienst haben, wir können Lobpreis, wir können Lehre, alles auch in den Häusern haben und da Gemeinschaft haben. Und da lernen wir unsere Herzen kennen. Es ist eine sehr verbreitete Waffe des Feindes, dass er eben mit Misstrauen und mit ein bisschen Argwohn gerne arbeitet und es uns schwer machen will, in Beziehungen zu kommen. Aber der Heilige Geist ist genau andersrum. Er sagt uns, einer trage des anderen Last zu Jesus hin. Wir können uns Hilfeleistung geben, Ermutigung, Gebet füreinander. Das ist alles ganz, ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft haben durch den Heiligen Geist. Und ein wichtiger Punkt, der mir hier sehr auf dem Herzen liegt und der nicht zu unterschätzen ist. Diese Gemeinschaft, diese Beziehung in den Häusern, die kann uns schützen vor dem Rückfall in die alte Natur. Jeder Mensch ist bestrebt oder hat das irgendwie so in sich, das Fleisch, die alte Natur will sich immer wieder melden. Mit irgendwelchen Dingen, die uns wichtiger sind, wie das Wort Gottes, mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, die den anderen vielleicht mehr verletzen, als dass sie ihn fördern. Was es alles so gibt im Thema alte Natur und wo es Dinge gab, die wir vielleicht schon mal überwunden haben. Und in guten, gesunden Beziehungen, in den Treffen in den Häusern, kann es, wenn wir da, natürlich kann man auch in diesen Häusern eine Art Fassade leben. Aber das ist ja genau das, was das Wort Gottes nicht will. Dieses Leben hinter den Fassaden, das ist eigentlich sehr, sehr schädlich. Aber ich glaube, das Leben hinter den Fassaden ist in einer eingebundenen Hausgruppe noch um vieles, also es geht schwerer, es ist schneller mal aufgedeckt in einer Hausgruppe als in einem Gottesdienst. Bist du in einem Gottesdienst, kannst du dich lange reinsetzen, wenn du schon lange wieder mit deiner alten Natur Hand in Hand gehst. Das geht noch lange, bis das anderen auffällt. Aber im Hauskreis fällt das schneller auf. Und wir sollten nicht die Angst haben, hoffentlich fällt es niemand auf, sondern wir sollten es eher von der anderen Seite sehen. Wenn ich Gefahr laufe, auf falsche Wege zu gehen, habe ich Freunde und Geschwister, die mir helfen, dass ich nicht in die alte Natur zurückfalle. Also wenn wir das von der Seite sehen, ist das was Positives und nicht eine Bedrohung. Ich gehe lieber nicht in den Hauskreis, ehe mir jemand in die Karten schaut, sondern ich gehe in den Hauskreis, damit mir jemand in die Karten schaut und ich dadurch geschützt bin und dadurch in der Nachfolge besser irgendwie dranbleiben kann. Und am Ende gibt die Bereitschaft, diese Art zu leben in den Hausgruppen, setzt ja natürlich eine gewisse Bereitschaft voraus. Keiner wird gezwungen, wir haben immer gesagt, in der Gemeinde ist alles freiwillig. Wenn du aber nicht in die Gemeinde, in die persönliche Gemeinschaft mit hinein möchtest, wirst du über kurz oder lang auch in der Gemeinschaft der Heiligen in der ganzen Gemeinde draußen sein. Also das eine gibt es nicht ohne das andere. Also das erstmal zu das als Statement. Und wenn du das nicht möchtest, Menschen, die sagen, nee, das will ich nicht, das sagt auch was aus. Das sagt was aus über unseren Stolz und über unsere Sache. Also lieber gehe ich nicht hin, ehe mir jemand in die Karten guckt oder irgendetwas. Und damit wirst du am Ende nicht einbaubar. Sind wir wieder bei dem Thema mit dem lebendigen Stein. Wenn du da deine Arme vor der Brust verschränkst und sagst, also ich lasse mir von niemandem was sagen, dann bist du in der Gemeinde nicht einbaubar. Dann ist es noch die beste Form, wenn Gott dich zur Seite legt und dir Zeit gibt, darüber nachzudenken und diese Haltung zu ändern. Das ist noch das Liebste. Wenn du aber dauerhaft bei so einer Haltung bleibst, wird am Ende und auch auf Ermahnungen nicht reagierst und das auch nicht geübt hast, dass sowas nicht immer im Desaster enden muss, sondern ganz einfach mal ein Gespräch unter Freunden ist, sag mal, hör schon mal, wie gehst denn du mit deiner Frau um? Denkst du nicht, dass du das ändern müsstest?
Wenn du das nicht nutzt, wirst du irgendwann mal dorthin kommen, dass die Gemeinde sagen wird, wenn das alles nicht funktioniert, dann musst du den Menschen behandeln wie einen Heide und wie einen Sünder und ist der ein Fremder. Und diese Kausalkette wollen wir eigentlich nicht erreichen. Wir wollen eigentlich die Kette erreichen, dass wir eingebunden sind in die Gemeinschaft der Heiligen und einer trage des anderen Last. Und deswegen brauchen wir den Ort, wo wir Beziehungen leben und erleben können, in den Häusern. Ohne Bereitschaft, andere in mein Leben reden zu lassen, werde ich nie die Herzensformung erfahren, die es braucht, um das Urteil, gut gemacht, du treuer Knecht, von Gott zu empfangen. Das war so ein Satz, den ich mir selber irgendwie mal aufgeschrieben habe, selber kreiert habe, weil das irgendwie so eine Sache ist, wo ich eine große Sehnsucht habe. Diesen Satz mal von Gott zu hören, Frank, gut gemacht, du treuer Knecht. Das ist irgendwie eins meiner Lebensziele, das will ich mal von Gott hören. Aber damit ich das hören kann, brauche ich die Herzensformung und auch die Herzensformung durch meine Geschwister. Und ja, es beißt manchmal, aber ich muss sagen, in vielen Fällen haben sie auch recht. Wenn es beißt, hat es eher was mit mir zu tun und nicht mit meinen Geschwistern. Aber es werdet ihr wahrscheinlich anders erleben. Vielleicht geht es nur mir so. Ja, und ein letzter Punkt zu dieser Sache, zu diesen Treffen in den Häusern. Ein Ort, wo du in deiner Berufung leben und wachsen kannst. Warum verorte ich das erst einmal in die Hausgruppe? Weil ich glaube, dass wir zuerst im Kleinen treu sein müssen. Und nur wer am Kleinen treu ist, wird über das Nächste gesetzt. Und in einer geschützten, kleineren Gruppe von vertrauten Menschen, die mit mir zusammen dem Herrn folgen, dort kann ich Schritte gehen, ohne dass ich jetzt hier vorne stehe und irgendwie klarkommen muss, dass mein Vorredner schon dasselbe gesagt hat. In der Hausgruppe geht das viel einfacher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nichts ein von den Betätigungsfeldern, die man in einer Gemeinde, wo man sich betätigen kann, was in der Hausgruppe nicht gehen würde. Wenn du sagst, ich habe ein Herz für Lobpreis, kannst du in der Hausgruppe den Lobpreis, kannst du fragen, wenn das soweit ist, dass die Geschwister das ertragen können, kannst du sagen. Ja, da übt man vorher ein bisschen. Und dann kannst du dort Lobpreis machen. Wenn du sagst, ich habe vom Herrn Gebet aufs Herz bekommen, ich bin ein richtiger Fürbitter, kannst du das in der Hausgruppe machen. Wenn du sagst, aber ich bin eigentlich so ein Diener, ich bin so ein richtiger Diakon, da kannst du in der Hausgruppe sehen, wer vielleicht abends in der Hausgruppe nicht mehr fährt, weil er schon 60 plus ist und sagst, pass auf, ich nehme dich mit, ich mache einen Vordienst. Kannst du diakonisch dienen? Also mir würde da jetzt endlos Dinge einfallen, was man tun kann, alles im Kleinen und im Verborgenen. Und das ist ein wunderbarer Platz, sich auszuprobieren, mal was zu lehren, mal ein Wort weiterzugeben, mal eine Prophetie auszusprechen, mal ein Sprachengebet laut zu sprechen, ein Sprachengebet auszulegen, mal zu probieren. Das kann man alles in einer geschützten Form von Menschen sagen, die gemeinsam mit mir dem Herrn folgen und die Norm in der Mitte haben, Jesus und das Wort. Denkt an die Folie vorhin, die ganzen Bausteine mit Jesus und dem Wort in der Mitte. Und ich persönlich habe da eine Beziehung dazu. Ja, und deswegen ist dieser letzte Punkt auch eine Ermutigung an euch alle, diesen Baustein ordentlich wegzulassen und B, das auch zu nutzen, im Kleinen und im Verborgenen treu zu dienen, damit Gott, wenn es sein Plan ist, die nächste Stufe mit dir gehen kann. Ja, und deswegen möchte ich diese Sache mit diesen praktischen Bausteinen, mit diesem Bibelvers abschließen, Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und aufeinander Acht geben, müssen wir eben auch gemeinsam sein. Da brauchen wir das,
sowohl im Gottesdienst als auch als Gemeinde zu beten, als Gemeinde im Lobpreis zusammen zu sein, als auch in den Häusern. Weder das eine überzubetonen, noch das andere wegzulassen, sondern es dem Heiligen Geist zuzulassen, wie er das alles zusammenbaut. Und wenn er in der Mitte ist, wie wir diese Folie gesehen haben, wenn er in der Mitte ist, wird er diese Bausteine sinnvoll zusammenbringen und wird dich dort reinpflanzen und dort einbauen, wo du gebraucht wirst. Aber wichtig ist, wir haben immer als Kinder Gottes mit all diesen Bausteinen etwas zu tun und am besten und am wichtigsten mit dem Baustein in der Mitte, Jesus Christus selber. Und dann können wir uns auch gegenseitig in Liebe anspornen zu guten Werken. Amen.